Der Trainer hat alle Spiele dieses Jahr geleitet und hat eigentlich eine sehr gute Bilanz. Da war alles Bayern-Ergebnis, eine unglückliche Niederlage, knapper Sieg und ein Schützenfest. Und für alle drei Begegnungen galt, war eine ordentliche Leistung. Ist das jetzt schon das, was der Trainer sagt, okay, das habe ich erreicht, die Mannschaft ist auf einem anderen Niveau, als ich sie übernommen habe? Ich glaube, zum einen muss man mal sagen, dass wir noch gar nichts erreicht haben. Ne? Ich glaube, nach drei Spielen jetzt mal eine Bilanz zu ziehen, ich glaube, das kann man nach der Rückrunde machen, dass wir uns dann hinsetzen und sagen, okay, jetzt können wir mal darüber reden, was wir gespielt haben und wie erfolgreich wir gewesen sind. Aber nach drei Spielen brauchen wir, glaube ich, über sowas noch nicht reden. Aber über die Entwicklung in der Mannschaftsleistung, in der Systematik, in der Stimmung im Team kann man sicher schon was sagen. Definitiv, genau. Also das kann man, das konnte man auch schon nach dem Spiel gegen Meppen, wo wir auch da schon gesagt haben, da waren viele Sachen schon in, oder sind in die richtige Richtung gegangen, wo wir ja teilweise auch den Gegner in seinem eigenen Stadion beherrscht haben und halt einfach noch nicht genügend Torchancen herausgespielt haben. Das hat sich jetzt in den Spielen danach geändert. Ich glaube, gegen eine sehr starke Würzburger Mannschaft, die auch nicht viel zulassen, aber wo wir dann halt sehr effektiv gewesen sind und das Spiel gegen Erfurt einfach, einfach komplett, glaube ich, sehr, sehr gut war. In der schwachen Phase zu Saisonbeginn, obwohl da lief es noch in der Saisonmitte, hieß es immer, Preußen fehlt an Schlüsselstellen, fehlen Spieler, es fehlen wichtige Leute. Jetzt ist das Transferfenster gerade wieder zugegangen und bei Preußen ist nichts als frische Luft reingekommen. Ist das schade oder kann man ohne Neuzugänge leben? Naja, zum einen muss man sagen, dass Wintertransfers sowieso immer sehr, sehr schwierig sind. Also die brauchen auch eine gewisse Zeit, sich zu akklimatisieren und das ist, finde ich, nicht immer ganz so einfach. Deswegen bin ich jetzt auch eigentlich kein Freund davon, immer da was zu machen. Bei uns war es halt einfach so, dass wir einfach zu wenig Spieler im Kader hätten. Deswegen hätten wir vielleicht doch was gemacht, aber wir waren jetzt auch nicht so unbedingt überzeugt, dass wir was machen mussten. Finden einfach auch, dass die Qualität im Kader mit den Jungs ausreichend ist. Von daher hat sich das jetzt auch so nicht ergeben. Es haben auch einige Spieler die Chance genutzt, unter dem neuen Trainer sich wieder reinzuspielen und da auch gleich eine wichtige Rolle zu spielen. Andere Spieler sitzen jetzt gleich nicht mal im Bus nach Bremen, die sonst eigentlich sogar auf dem Platz gestanden haben. Muss man mit diesen Spielern länger sprechen? Muss man Überzeugungsarbeit leisten? Haben alle noch eine Chance, wieder ranzukommen? Ja, zum einen ist es natürlich nicht so einfach, ne? wenn man Spieler unten lassen muss, auch für uns nicht im Trainerteam. Jetzt aber dann halt immer wieder zu sagen, du bist deswegen nicht dabei oder du bist deswegen nicht dabei. Die Spieler wissen halt auch schon, warum sie dann halt nicht mit dabei sind. Und im Moment zählt sowieso nur der Mannschaftserfolg. Und das ist, glaube ich, einfach das oberste Gebot. Und von daher sind wir eigentlich zufrieden, dass wir jetzt die zwei Spiele gewonnen haben. Okay, und da aller guten Dinge drei sind, nehme ich an, ist das Wunschresultat für morgen wieder ein Sieg. Mit einem Punkt könnte man zufrieden sein. Aber für den Abstiegskampf wäre ein Dreier jetzt sehr wichtig. Ist das der Mannschaft, natürlich ist das der Mannschaft bewusst, ist das nochmal was, was man im Training und in der letzten Besprechung besonders betonen muss? Nee, gar nicht. Das haben wir auch vorher nicht gemacht. Wir reden auch immer nur davon, dass wir eigentlich in einer schwierigen Situation sind und uns da jetzt gerade versuchen, über Punkte, die wir holen, rauszuholen. Auch in Bremen wollen wir was holen, ganz klar. Wir gehen auch da wieder auf drei Punkte. Und dann sehen wir nach dem Spiel, was rauskommt. Und wenn es dann einer ist, dann werden wir wahrscheinlich damit auch zufrieden sein. Und es heißt halt wieder, eine Mannschaft, die unter uns steht, halt einfach in Schach zu halten, ihnen keine Erfolgserlebnisse zu geben. Und dann fahren wir zufrieden aus Bremen nach Hause. Alles klar, jetzt geht's gleich erstmal los. Gute Fahrt und viel Erfolg morgen. Dankeschön.